In Afghanistan, in Pakistan haben die Leute auf ihren Dächern große Stoffbanner gemacht mit den Gesichten ihrer Kinder, um die Drohnen darauf aufmerksam zu machen, dass dort Familien leben. Also mir ist die Zahl bekannt, dass bei 100 Getöteten durch Drohnen maximal 2 bis 4 Terroristen sind. Der Rest sind zivile Opfer. Und ich frage mich, also ich nehme mal das Beispiel, nehmen wir Berlin. Nehmen wir an, in Berlin formiert sich eine Terrorgruppe und die hat ihre Terrorzelle in Kreuzberg. Kommen die USA dann mit ihren Drohnen und tun dann in Berlin-Kreuzberg die Häuser bombardieren und in der Hoffnung, dass durch Zufall die Terroristen finden? Was meint ihr? Der Weg ist da ganz, ganz nah. Die Drohnen sind in Ramstein. Das wird jetzt nochmal zusätzlich, in Büchel werden die Atomraketen aufgerüstet. Erneuert nennt man das, obwohl sie eigentlich abgeschafft werden sollten. Erinnern wir uns doch früher an die Ostermärsche. Erinnern wir uns doch an die Pershing-Raketen. Hunderttausende, Millionen Menschen waren gegen diese Aufrüstung auf der Straße. Und was ist heute? Heute laufen die Leute vorbei. Es wird nur noch konsumiert. Ich brauche ein neues Handy. Ja, wo kommt mein neues Handy her? Mein neues Handy kommt ganz einfach mal aus China. Dort, aus Afrika kommen die seltenen Erden, die seltenen Metalle. Und die werden gefördert durch Kinder. Teilweise 4-jährige Kinder arbeiten schon in diesen Minen. Man kann sich informieren, es gibt YouTube, dort sind diese Videos zu finden. Also bei Starbucks halt nicht. Euer Einkaufszettel ist euer Wahlzettel. Ihr könnt natürlich auch zur nächsten Bundestagswahl überlegen. Es gibt den Wahlomat und dann könnt ihr einfach mal schauen, welche Parteien denn für Kriegseinsätze stimmen. Und wenn ihr dann ganz konsequent einfach eine Partei aussucht, die nicht für Kriegseinsätze stimmt, dann habt ihr schon mal das Richtige getan. Ansonsten überlegt euch, was ihr kauft. Braucht ihr wirklich schon wieder eine neue Playstation? Braucht ihr wirklich die Klamotten von Primark oder von H&M, wo ihr wisst, dass die in Kinderarbeit oder unter unsäglichen Bedingungen in Indien hergestellt werden oder in Bangladesch? Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit Tauschbörsen? Viele Sachen, ich mache das auch. Ich kaufe mir kaum mal irgendetwas Neues. Ich tausche einfach. Es ist heutzutage über eBay, Kleinanzeigen oder über diverse andere Portale. Es ist alles möglich. Muss es wirklich das Neueste sein? Und dann müsst ihr wirklich jeden Abend vor dieser Flimmerkiste sitzen und die nachgerichteten Nachrichten euch anschauen, die alles andere als investigativ sind. Überlegt doch mal und tut doch mal euren gesunden Menschenverstand benutzen. Es wird gehetzt, gehetzt, gehetzt und nochmal gehetzt. Nehmen wir doch mal das Beispiel Türkei. Es wird über Erdogan gehetzt. Gut, es gibt bestimmt so ein paar Gründe, warum man Erdogan kritisiert. Aber es wird jetzt immer genannt, dieses Präsidialsystem, das er jetzt in der Türkei installieren will. Wir kennen ein Land, das bezeichnet sich als die größte Demokratie und als die Weltpolizei. Welches System hat denn dieses Land? Ein Präsidialsystem. In den USA haben wir ein Präsidialsystem, was die USA jetzt bemängelt, dass die Türkei das jetzt einrichtet. Erkennt ihr die Schizophrenie? Und lasst euch nicht aufwiegeln. Es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, nur um euch abzulenken. Wisst ihr denn, was überhaupt auf der Welt los ist, oder wisst ihr nur das, was euch im Fernsehen gezeigt wird? Seht ihr die versteckten Kriege oder nur die um 20 Uhr in der Tagesschau sind? Schaut doch mal zum Beispiel nach Mali. Warum sind unsere Soldaten in Mali zusammen mit Frankreich? Ja, um die Atomvorkommen in Mali zu sichern, die Frankreich für seine Atomkraftwerke braucht. Nee, um nichts anderes geht es. Es geht überall nur um Ressourcen. Es geht in Iran um Ressourcen. Im Irak ist es mittlerweile so, dass amerikanische Firmen jetzt das Öl abbauen. Es geht in Syrien um nichts anderes als Öl und Gas, nur weil Syrien gesagt hat, dass es die eine Pipeline nicht will und lieber eine andere Pipeline bevorzugt. Daraufhin wurde Assad zum bösen Diktator ernannt. Und dieser Bürgerkrieg ist kein Bürgerkrieg. Das ist ein Krieg, der angezettelt wurde von den USA, die Al-Qaida bezahlt haben. Und darum müsst ihr euch Gedanken machen. Ihr müsst die Hintergründe hinterfragen und nichts anderes. Und deswegen stehen wir hier für Frieden. Für Frieden auf der Welt, für Abrüstung und damit
ihr auf die Straße geht. Wir haben bald Ostern, schließt euch den Ostermärchen an, geht friedlich mit auf die Straße. Zeigt unserer Regierung, dass ihr diese Kriegseinsätze nicht mehr wollt und diese Waffenlieferungen. Und dann sind wir alle zusammen auf der richtigen Seite, friedlich miteinander.